Und nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ist immer wieder spekuliert worden, welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auch bei uns auf die Börse, auf unsere Unternehmen und rein wirtschaftlich auch auf unser Bruttosozialprodukt, wenn da ein Präsident wieder Donald Trump heißt, Antje Erhardt an der Frankfurter Börse. Gibt es schon Reaktionen auf diese Zahlen, die wir hier den ganzen Morgen präsentieren? Oh, die gibt's. Die sogenannten Trump-Trades laufen auf Hoftouren. Das sind Geldanlagen, die Nutznießer eines Sieges der Republikaner sein könnten. Zum Beispiel der Dow Jones schon jetzt vorbörslich plus 800 Punkte in Erwartung sinkender Steuern. Auch Autowerte in den USA, zum Beispiel Tesla, im Plus. Und auf einem Allzeithoch die Kryptowährung Bitcoin. In seiner ersten Präsidentschaft war Trump ja skeptisch gegenüber Kryptos. Im Wahlkampf kündigte er aber eine Währungsreserve in Bitcoin an und weniger Regulierung. Hier der DAX in Frankfurt heute auch kräftig im Plus. Aber die Autowerte brechen ein. Aus Sorge um die künftige Wirtschaftspolitik der USA. Den exportstarken deutschen Unternehmen könnten neue Zölle in 4 Jahren 180 Milliarden Euro Umsatzeinbruch bringen, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft. Und diese Aussichten lasten auch Währungen von Handelspartnern wie den Euro in der EU oder den Yuan in China und den mexikanischen Peso. Langfristig entwickeln sich aber gerade die US-Börsen unter beiden politischen Lagern im internationalen Vergleich mehr als gut. Im Schnitt jährlich um 7,3% bei einem republikanischen Präsidenten und 13,7% mit einem Demokraten. Auch wenn die großen Abstürze, gerade wie 9/11 oder zur Corona-Pandemie, eher in Amtszeiten von Republikanern fallen. Ich meine, die Wahl gewinnt ja nur, das ist ja das große Thema, haben wir eben schon mehrfach gehört, das Thema Wirtschaft in den USA, wer ein gutes Wahlprogramm hat. Wofür steht denn da Donald Trump? Donald Trump ist Unternehmer. Von daher will er vor allem für Unternehmen die besten Bedingungen schaffen. Heißt Steuererleichterungen und Einfuhrzölle aus dem Ausland. Damit will er die heimische Produktion stützen. Und diese Pläne, das könnte den wirtschaftlichen Aufschwung in den USA verlängern. Die Wirtschaft wächst um 2,8%, aber Unternehmen würden von diesen Senkungen der Steuern profitieren. Konsumwerte wären Nutznießer eines Wirtschaftsbooms, Industrieunternehmen Profiteure des Protektionismus und der Energiesektor würde von einer starken US-Öl- und Gasförderung profitieren. Die geplanten Zölle verunsichern. Bei der Kandidaten war im Wahlkampf, wir haben Rohstoffe, wir haben Konsumenten, wir haben Know-how, wir brauchen China nicht. Aber höhere Einfuhrzölle für China-Waren bedeuten auch für die Unternehmen in den USA, steigen die Herstellungskosten, damit die Verbrauchspreise, möglicherweise also auch die Inflation und möglicherweise auch, und das wäre langfristig schwierig, die Zinsen in den USA. Antje Erhardt, vielen Dank.